Meine Damen und Herren, wir sind zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon X-Edition und es hat sich einiges verändert, denn ich hatte ja, wie angekündigt, mich auf die Suche nach einem Pflanzen-Pokémon begeben, das zerschneidern kann. Und naja, dann ist Folgendes passiert. Ja, und während ich so dieses... Ja, und während ich so dieses wunderschöne kleine Shiny Mehikel trainiert habe, das jetzt mittlerweile auf Level 16 ist und froh ist, by the way, da ist mir dann Folgendes passiert. Tja, und nun sitze ich hier mit zwei Shiny-Pokémon. Eins ist auf PC, das andere im Team. Ich wollte jetzt nicht noch das Stupuk mit ins Team nehmen. Das wäre mir dann ein bisschen zu voll geworden. Aber ja, wir haben jetzt einen Shiny-Mehikel im Team. Und Mehikel kann keinen Zerschneider lernen im Übrigen. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt besser. Ach, da geht es ja gar nicht lang. Ich glaube, hier unten ging es lang, ne? Nein, hier unten ging es nicht lang. Naja, und dann habe ich Mehikel hier halt auf der Route auf Level 16 trainiert, damit es so bei den anderen mithalten kann. Ich kann auch da einfach rüberspringen. Hi. Ein Skoppel. Also ich finde, bei Mehikel geht das Shiny tatsächlich noch. Das ist echt noch so gerade so in Ordnung. Ja, wir wählen jetzt schon wieder was. Vielen Dank, dass du dich für den Hodelock entschieden hast. Der Hodelock wurde im Labor von Flordelis entwickelt, um den Alltag der Pokémon-Trainer zu erleichtern und zu bereichern. Wir hoffen, dass du mit dem Gerät zufrieden bist und weiterhin seine Dienste in Anspruch nimmst. Kann ich den Werbeknopf deaktivieren? Hi. Oh, das ist Oliver. Der Administrator für die Boxen. Wer hätte das gedacht? Oh, danke für Raub. Mal eben einfach so. Nehme ich doch gerne.
So. Dann kann Quacki gleich schon mal eine Unlichtattacke kriegen. Sehr gut. Ja, damit hat Schlecker, glaube ich, seinen Dienst erfüllt. Alles, was wir mit Schlecker getroffen hätten, treffen wir auch mit Unlichtattacken. Wie Raub. Und Raub ist stärker als Schlecker. Okay, war, glaube ich, auch irgendwo noch ein verstecktes Item. Ich wusste, dass das da war. Da konnte ich mich dran tatsächlich dran erinnern. Hi. Also die Leute sind ja wirklich großzügig, ne? Wir haben kein Pokémon von Typ Boden. Wir haben zwar Bodenattacken, aber wir haben kein Pokémon vom Typ Boden. Gleich ein andermal. Hast du noch irgendwas für uns? Meine Güte, wie großzügig. Guten Tag. Oh, ein... Ein Hotel. Hi. Meine Güte, wie großzügig die Leute hier doch sind. Hi. Ich glaube, die hat gerade Bad Lavastab homagiert. Oh. Nein, nicht erklären. Ich weiß schon, was es ist. Spezialangriffskraft. Witzig, dass Angriffs- und Verteidigungskraft, dass man das zusammenkriegt, aber die Spezialangriffskraft alleine kriegt. Naja. Ah, das Pokémon Center. Meine Güte, die Leute sind hier aber auch großzügig. Erstmal Pokémon heilen. Die sollten zwar eigentlich noch geheilt sein, aber naja. Man weiß ja nie. Da ist es. Das zweite Shiny Pokémon in diesem Run. Es ist mäßig und kann nur Pfund. Das war in einer Massenbegegnung mit fünf anderen Schlupp, also mit vier anderen Schlupppox. Was haben wir hier? Ein Sternenstück. Da können wir unsere Kasse wenigstens ein wenig mit aufbessern. Gleich mal verkaufen, bevor ich es vergesse. Noch sind wir arme Lumpen, aber das wird sich bald ändern. Oh, ich habe die Leute hier im Pokémon Center auch gar nicht angequatscht. So großzügig wie dieses kleine Kaffee kriegen wir hier auch noch was. Hi. Oder auch nicht. Ach, der Namenbewerter. Na, haben wir den wenigstens auch gleich gefunden. Da wissen wir wenigstens Bescheid, wo der ist. Was haben wir hier? Chateau Triste. Hallo, Milady. Ah, sieh an. Ihr kennt euch. Zwei Besucher im Chateau Tristesse. Das ist selten. So viel Lust war schon lange nicht mehr. Das Schloss, oder besser gesagt Chateau, war früher das Anwesen einer adligen Familie. Es ist vielleicht ein wenig heruntergekommen, das liegt aber an seiner langen Geschichte. Im Laufe dieser langen Geschichte haben die Schlossherren die meisten ihrer Besitztümer an die Leute verschenkt. Deswegen ist es jetzt so leer. So viel dazu. Was denn, das war's? Gibt's hier denn nichts, was mit der Mega-Entwicklung zusammenhängt?
Nein, das ist alles. Ende der Geschichte. Was bitte ist die Mega-Entwicklung? Mein Herr, es ist wieder da. Ach, ist es etwa schon wieder soweit? Nicht, dass ich dagegen etwas tun könnte. Ich muss jetzt los zur Route 7, aber lasst euch ruhig Zeit und seht euch hier noch etwas rum. Warum geht's da wohl? Wollen wir nicht auch zur Route 7 gehen? Können wir machen. Aber erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ich nehme noch was. Zwar nur ein Flusszahl, aber hey. Ein wunderschönes Schlafzimmer. Naja, immerhin haben wir noch ein Fluchtseil abgegrast. Was haben wir hier? Hey, Duda, komm mal her. Duda? Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber ich würde dich gerne darum bitten, dich um mein Bärenfeld zu kümmern. Bären sind was Feines, glaub mir. Eine einzelne Beere kann wieder neue Früchte hervorbringen und so weiter. Das war sicher ein Moment Zeit, oder? Natürlich habe ich Zeit dafür. Oh, du bereitest mir eine große Freude. Du hast also Sefi? Steht das irgendwo bei mir drauf, dass die Leute das immer sofort wissen? Vielen lieben Dank, Sefi. Hurra! Das ist ja wunderbar. Ich muss dich zuerst noch in der richtigen Pflege des Bärenfelds unterweisen. Bitte folge mir. Was du hier vor dir siehst, ist ein weicher Lehmboden. Aus diesem Grund kannst du Beeren einpflanzen. Untersuche hierzu den Boden und wähle aus deinem Beutel die Beeren, die du anbauen willst. Oh, bevor ich es vergesse, hier hast du ein paar Beeren als Starthilfe. Bitte sehr, eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Manchmal liegen Beeren aber auch auf dem Boden vor großen Sträuchern verstreut. Solltest du irgendwo Beeren finden, dann komm her und pflanz sie bitte ein, ja? Sobald du eine Beere eingepflanzt hast, musst du den Boden gut gießen. Hier ist es für dich. Meine Güte, man kriegt hier richtig viel geschenkt. Überprüfe den Bereich, in dem du eine Beere eingepflanzt hast und begieße diesen, falls der Boden trocken sein sollte. Je besser du dich um dein Feld kümmerst, desto mehr Beeren wirst du ernten. Also Sefi, halte das Feld in Ehren, ja? Du weißt ja gar nicht, was für eine Hilfe du mir bist. Mein Rücken bringt mich noch um. Unser Haus liegt am Ende des Feldes. Du kannst uns jederzeit besuchen. Wow, ganz schön großzügig. Dann pflanzen wir gleich mal welche ein, ne? Nein, noch nicht. Da bin ich wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. So, pflanzen wir die einfach mal alle ein. So, noch ein bisschen gießen. Da kommt auch noch ein bisschen was rauf. Da auch. Da auch. So. Aber hier können wir eigentlich auch noch eine Beere einpflanzen. Ich benutze die Dinger ja eh nicht. So, die Pirsifbeeren behalten wir noch. Die sind nämlich im Gegensatz zu den anderen Beeren sehr nützlich. Bei 10 KP Heilung ist jetzt nicht gerade das, was wir noch gebrauchen können. Lady, was ist das? Das, meine liebe Sanna, ist ein Relaxo. Ein schlafendes Relaxo. Und es blockiert diese Brücke. Verflexe, es schläft tief und fest. Das kann doch nicht wahr sein. Tatsache, und es ist so riesig, dass man einfach nicht an ihm vorbeikommt. Da kann man nichts machen. Das sieht nach einem Job für die Pokeflöte aus. Aber warte mal, hast du die überhaupt noch? Leider nein, die habe ich weggegeben. Hat der Besitzer des Palastes sich die etwa auch unter den Nagel gerissen? Wie, wo, was? Pokeflöte? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich erkläre es euch. Kurz gesagt, ohne die Pokeflöte wird es uns nicht gelingen, Relaxo zu wecken. Normalerweise befindet sich die Pokeflöte gerade im Magnum Opus Palast. Das ist alles? Dann gehen wir sie eben holen. Come, Lady, lass uns gehen.
Der Magnum Opus Palast liegt am Ende von Route 6. Vielleicht erfahren wir dort noch etwas zum Thema Mega-Entwicklung. Da mal los. Hier gibt es nicht nur eine lange Gerade, hier gibt es auch noch die Gräser links und rechts, die wir erkunden können. So, Dampfwalze bitte. Hat sich schon gelohnt, die TM zu kaufen. Und Level 21 für Quarky. Level 17 für Crimson. Uff, bei Taubsi, da wechsle ich aber. Ist auf Level 11. Das dürfte noch keine 40 KP haben. Wenn wir dran denken, Glumanda hatte auf Level 16 genau 39. Wir sollten momentan auch in der Lage sein, jedes Pokémon, das sich nicht entwickelt hat, zu one-shotten zu können, gegen das wir kämpfen. Zumindest solange es nicht ein Pokémon mit 4 KP ist. Hey, willst du nicht kämpfen? Ich wollte gerade sagen. Da wäre ich aber enttäuscht gewesen. Ein Zickzack. Ne, wäre das sehr blatt. Nicht nochmal. Toll. Mal gucken, was sie gleich einsetzt. Je nachdem wechseln wir einfach. Und den Rest können wir mit Tackle erlegen. Trassler. Okay, bleiben wir. Oh, wir sind schon schneller. Gut, dass Trassler eine Streich als Verteidigung hat. Ja, und es war halt ein Volltreffer. Ah, da können wir auch bleiben. Ich glaube nicht, dass er schon eine Giftattacke kann. Das, was wir hier auf Level 5 gefangen haben, konnte nämlich auch nur Pfund. Also wird das Teil nicht wesentlich mehr können. Und Level 17. Dann können wir nämlich noch hier lang gehen. Hier gibt es hohes Gras, Items und Trainer. Und natürlich wilde Pokémon. Unter anderem ein Miraplar. Ich glaube, das Miraplar möchte ich tatsächlich fangen, damit wir ein Zerschneider-Pokémon dabei haben. Wir müssen es ja nicht trainieren. Aber da muss sich unser Crimson wenigstens nicht dafür opfern. Schade, dass Mehikel und Chefrum nur einen Typ haben. Was ich ziemlich seltsam finde, weil ja zum Beispiel Kronjuwelt und Sesokids Pflanzen normal waren und die nun eine Generation vorher rauskamen. Und dass ja auch ein Pflanzenpaarhufler ist.
Mirapla, das Unkraut-Pokémon. Tagsüber versteckt es sich in der kalten Erde, um die Sonne zu meiden. Es wächst im Mondschein. Gab es im hohen Gras nicht auch Odochs? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, hier gab es die. Ich kann mich aber da selbstverständlich auch irren. Na, solange es sich nur boostet. Wir hätten es eh nicht mehr in der Runde besiegt. Von da ist das schon okay. Und Level 18 für Crimson. Ach, er hat schon noch seine Pokémon. Na dann. Na dann. Hat sich das ja schon erledigt. Hier noch jemand? Ich wollte sagen, ich habe deinen Kopf gesehen. Mit einem Volbeat. Warum haben die alle Pokémon, die stark gegen Chefrum sind oder gegen Mehike? Vielmehr. Naja, solange es uns nur mit Tackle angreift, ist alles in Ordnung. Uff, wir werden es nie wieder treffen. Ist vorbei, Jungs. Nie wieder. Oh, wir haben es getroffen. So, kann's gehen. Wow, hat das OP gegeben. Und noch ein Mirapla. Hi. Na, das ist das passende Gegenstück. Naja, es setzt nur Lockduft ein. Na dann können wir es angreifen. Und Charme. Wow, es hat drei Attacken, mit denen es keinen Schaden anrichtet. Und Level 18. Und Level 21 für Wave. Und Level 12 für das Mirapla, das wir nur randommäßig dabei haben. Uff, ich hab mich geärgert, wenn wir das Item nicht mehr erreichen können. Da hätte ich mich geärgert. Und noch ein Mirapla. Ein Visor. Ich wusste, dass hier ein Item ist.
Da hätte noch eins sein können, aber es wäre eigentlich zu dicht gewesen. Einen Kader. Ich finde diese goldene Nase so witzig. Natürlich, ich drehe mich einmal und wir werden angegriffen. Nem Ciao. So. Natürlich. Warum denn nicht? Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, Schutz zu kaufen. Da haben wir doch gerade noch einen Trainer gefunden. Natürlich mit dem Glibunkel. Hey, das ist ein Gift-Pokémon. Da können wir Dampfwasser drauf einsetzen. Ja, erschaudere. Und Level 22 für Quarky. Meine Güte, ging das schnell. Ich glaube, bei Bibo wechsle ich lieber. Da bist du noch zu klein für. Oh, es war ganz klassisch. Wobei, das Bibo sollten wir eigentlich auch noch mit einer Drachenwut erledigen können. Aber jetzt ist es eh zu spät. So, Level 19 für Crimson. Und Level 13 für Miroppler. Yay, ist halt Giftpuder. Und noch ein Miroppler. Da können wir auch verflüchten. Oh, eine TM. Giftschock. Oh, ich glaube, das kann keiner von uns im Team lernen, ne? Außer das Miroplan, das wir gerade gefangen haben. Und die andere Seite noch. Guten Tag, die Herren. Und die Dame. Ich tausche euch zweimal. So. Was denn für eine Terrain-Attacke? Lockluft? Oh ja. Es ist scheu. Meine Güte, das ist gar nicht mal so ein schlechtes Wesen. Ich meine, Miroplan hat keinen guten Angriff. Auf der anderen Seite hat es aber auch keine gute Initiative. Oh Gott, zwei Kaiwaffs. Gott, sind die hässlich. Ja, man kann Kaiwaff eine andere, einen anderen Schnitt geben in Illumina City. Dampfwalze trifft das auch uns? Ja, sieht so aus, das will ich lieber lassen. Nehmen wir das. Und hier nehmen wir klassische Drachenwut. Uff, das haut rein. Da klammert es sich aber an sein süßes kleines Leben. Das war ganz schön knapp. So, das sollte Glutexo eigentlich alleine hinkriegen. Können wir hier eine Heilung geben.
Nimm dies. Ach ja, nützliche Drachenwut. Und Level 22 für Wave. Das ist hier nicht im Gang zwischen. Ach ja, es ist ja der Wandertretpfad. Und hier ist auch ein Superschutz. Ich glaube, das soll mich daran erinnern, mal einen Superschutz einzusetzen. Aber eigentlich möchte ich auf dieser Route ein paar Encounter haben. Wenn er hinter denen nicht ein Baum steht, können wir damit Rasierblatt noch ein Item am Ende des Kampfes abluchsen. Oho, ein Grabokles. Welch seltener Besuch. Da steht jetzt zum Beispiel hinten ein Baum, da sollte ich Rasierblatt drauf einsetzen können. So, dann besiegen wir eben das Grammokless und sollten wir am Ende eigentlich ein Item kriegen. So war das zumindest bei den Bäumen auf Route 5, wo ich trainiert habe. Ich weiß nicht, ob man hier andere Attacken dafür braucht. Na, man hat für ein Level abgereicht. Synthese, aber nein, danke. Ja, dann war das wohl eine andere Attacke. Oder Rasierblatt zählt nur auf der Route. Kann auch sein. Ein Aufwecker. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen zum Palast die Pokéflöte holen, Relaxo wecken. Dann werden wir wahrscheinlich gegen das Relaxo kämpfen müssen. Man kennt es ja schon. Ich verabschiede mich aber erstmal, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.